Das ist mein Google Pixel 4a. Und warum es vielleicht das letzte Google Pixel Gerät mit einem Snapdragon Prozessor ist, das möchte ich dir heute in diesem Video verraten und dir aufzeigen, wie die Google Pixel Geräte in diesem Jahr aussehen könnten, beziehungsweise was wir jetzt schon über das Lineup wissen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Mein Name ist Oliver. Willkommen auf dem Smartphone Blogger Kanal. Damit willkommen zurück auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Cool, dass du wieder mit dabei bist. Heute soll sich alles um das Google Pixel-Lineup für das Jahr 2021 drehen. Manche Dinge sind bekannt, andere können wir spekulieren und bei anderen bekommt ihr sogar meine persönliche Meinung mit dazu, bei der ich mich mal wieder auf den fairen Austausch mit euch in der Kommentarsektion unten freue. Apropos Kommentare, unten findest du auch die Möglichkeit, diesen Kanal kostenfrei zu abonnieren und die Glocke zu setzen, damit du in Zukunft kein Video mehr verpasst. Darüber hinaus würde ich mich freuen, wenn du den Daumen hoch drückst, falls dir dieses Video gefallen sollte. Zugegeben, wir wissen noch nicht allzu viel über die Geräte, die wir in diesem Jahr von Google zu sehen bekommen. Trotzdem steht eins schon fest, wir werden genau 4 Geräte in diesem Jahr von Google zu sehen bekommen. Zum einen namentlich das Google Pixel 5a, das Google Pixel 6, das Google Pixel 6 XL und darüber dürfen wir uns wohl am meisten freuen, ein Foldable von Google selbst. Und ja, damit dürfte wohl der finale Kampf endlich angesagt sein zwischen Apple und Google, denn auch bei Apple verdichten sich die Anzeichen, dass wir vielleicht in diesem Jahr schon ein Foldable von ihnen sehen könnten. Und wenn das eintritt, ja, spätestens dann dürfte der Massenmarkt bereit sein, um sich endlich Foldables zu kaufen. Wir haben schon einige Konzepte und auch schon reale Geräte von Samsung, von Huawei oder von Royole erleben dürfen. Ach ja, und auch von Motorola. Nichtsdestotrotz konnten sich diese Geräte bis jetzt noch nicht durchsetzen und sollten große Hersteller auf diesem Bandwagon aufsteigen, ja, dann sind sie endlich in der Gesellschaft angekommen. Bis jetzt war es eine simple Rechnung von Google, dass wir im Frühjahr ein günstigeres Gerät bekommen haben und im sogenannten Techtober spätestens dann das neue Flagship gesehen haben. Nun, im vergangenen Jahr ist das mit dem Flagship ja schon ein bisschen anders gelaufen. Man hat sich auf das Wesentliche konzentriert und zwar gute Software mit einer mittelpreisigen Hardware und schon hatte man ein fast perfektes Smartphone für die meisten da draußen. Ein wichtiger Punkt wurde beispielsweise in Angriff genommen, was das Akkumanagement angeht und so wird auch ein Google Pixel 5 zum Dauerläufer. Doch wie sieht es im Jahr 2021 aus? Werden wir entweder im Frühjahr das Google Pixel 5a bekommen und damit einige Monate nach dem Google Pixel 5 schon die sparsamere Version oder wird Google das Ganze auf links drehen und im Frühjahr mit dem Flagship starten? Davon gehe ich persönlich nicht aus, denn der Sprung scheint wohl zu groß zu sein, wenn man sich die Leaks rund um das Google Pixel 6 anschaut. Denn hier wird man designtechnisch ein ähnliches Smartphone wie das Google Pixel 4 auf den Markt bringen, doch den meisten von euch dürfte es aufgefallen sein, die Frontkamera fehlt. Das könnte zwei Gründe haben. Möglichkeit 1, man bietet gar keine Frontkamera an. Nun ja, das ist wohl sehr unrealistisch. Möglichkeit 2, man verbaut sie und zwar unter dem Display. Wer wohl jetzt der Meinung ist, dass wir eine Pop-Up-Cam bekommen könnten, das ist sehr unrealistisch und das würden wir auch schon auf diesem Patent erkennen können. Sollte es aber eine Kamera unter dem Display werden, da bin ich persönlich wirklich noch skeptisch. Woran liegt das? Ich habe beispielsweise das ZTE Axon 20 5G getestet, das das erste Smartphone oder beziehungsweise massentaugliches Smartphone mit einer Kamera unter dem Display gewesen ist. Und zugegeben, mich hat es nicht wirklich überzeugt. Die Idee dahinter ist sehr gut, doch in der Realität ist es schwer umzusetzen. Auf der anderen Seite haben wir Google aber schon in einigen Situationen erlebt, in der sie es geschafft haben, Hardware so weit hinzubekommen, dass sie es mit der Software spätestens ausgleichen konnten. Bei Motion Sense, beim Google Pixel 4, hat man das bereits gezeigt. Man hat die Hardware auf ein Minimum reduziert und dazu die passende Software angeboten. Trotzdem bleibe ich insgesamt skeptisch, dass das Google Pixel 6 final ohne Frontkamera bzw. mit einer Kamera unter dem Display kommen sollte. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zur Frontkamerasituation bei Google hier unten in die Kommentare. Und wenn wir über das Google Pixel 6 sprechen, eine Sache scheint wohl fix zu sein, und zwar setzt Google auf einen eigenen Prozessor. Diese Gerüchte haben wir bereits im Jahr 2020 gehört, doch jetzt möchten sie den ähnlichen Schritt wie Apple oder auch wie Huawei gehen, und zwar einen eigenen Prozessor zu haben, der perfekt auf ihre Software abgestimmt ist. Dass das gut funktioniert, sehen wir, auch wenn wir Android-Fans sind, oft genug bei Apple, denn hier hat man die perfekte Symbiose geschafft. Das möchte man jetzt auch bei Google selbst schaffen und arbeitet mit Samsung zusammen, um einen eigenen Prozessor in den neuen Google Pixel 6 Geräten zu verbauen.
Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn das Ganze so final in die Google Pixel 6 Geräte verbaut wird. Dennoch gibt es eine Sache, die mich persönlich daran stört, beziehungsweise die ich wohl jetzt schon vorhersagen kann. Das Google Pixel 6 wird alte Probleme oder alte Wunden wieder aufreißen. Denn das Thema Akkumanagement hatte man gerade beim Google Pixel 5 perfekt in den Griff bekommen. Und sollte man jetzt einen eigenen Prozessor auf den Markt bringen, könnte es hier zu sogenannten Kinderkrankheiten kommen, die wohl erst nach und nach mit Software-Updates behoben werden könnten. Wie sieht es mit euch aus? Freut ihr euch auch schon auf das Google Pixel Lineup für das Jahr 2021 oder sagt ihr wirklich, ihr bleibt bei eurem chinesischen Hersteller oder beim angebissenen Apfel? Lasst es mich auch gerne hier unten in den Kommentaren wissen und wie immer freue ich mich auf den fairen Austausch mit euch. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.